willkommen zu einem weiteren Video für unseren Channel B-Part Gaming oder aber auch willkommen zu einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Ich weiß noch nicht, was das jetzt hier für ein Video ist. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, denn es steht ja oben im Videotitel. Ich weiß es noch nicht, denn ich weiß nicht, was in den nächsten Minuten passiert. Eins ist klar, es werden Packs aufgemacht, ja. Und davon ist auch abhängig, was das jetzt hier für eine Folge ist. Mache ich diese Packs auf und ich bin total happy und ich muss irgendwie mit den geilen Spielern spielen, die ich gezogen habe oder... Dauert es so lange, dass ich diese Packs aufmache und deswegen wird es einfach nur ein Video voller Packs sein und es wird einfach nur ein Pack-Opening sein. Ich weiß es noch nicht, aber eins ist klar, ne? Es wird krass. Ich bin, ohne Scheiß, ich bin schon fast am Kollabieren, auch den ganzen Tag überall weg. Ich habe schon wieder ziemlich viel FIFA gespielt und das war ja das letzte Mal schon mal ein sehr gutes Zeichen, ne? Das letzte Mal habe ich Team of the Season Messi gezogen. In einem dieser 50.000er Sets, wo man 12, ich zeige immer so Zahlen an, ich meine eigentlich 12, ohne jetzt eine Zahl anzuzeigen, 12 seltene Goldspieler drin sind, ja. Davon hatte ich 2 das letzte Mal. Diesmal habe ich 4. Ja, das ist schon mal das Erste, was mich fast zum Kollabieren bringt. Ich habe hier den Ligue 1 Tots-Pokal habe ich gewonnen, das habt ihr gesehen. Serie A habt ihr nicht gesehen, aber ich habe es noch geschafft, ja. Das Gleiche habe ich offline gemacht, das habt ihr schon gesehen, dass ich es gemacht habe. Dementsprechend da auch nochmal 2 Sets, also 4 von diesen 50.000 Münzen-Sets. Also es sind schon mal 48 glänzende Goldspieler, die ich dadurch habe. Aber der aufmerksame Beobachter wird jetzt sehen, hey, da gibt es nur noch 5.000 Münzen zu gewinnen. Und hier auch. Und da auch. Und da auch. Was ist mit diesem Premium-Goldspieler-Set? Das habe ich auch noch gemacht, weißt du? Ich habe einfach wieder mal FIFA bis zum Umfallen gespielt. Gestern, heute, vorgestern auch so ein bisschen. Ich habe alle Pokale 2-mal gewonnen, weil ich einfach, ich brenne. Ich möchte Team of the Season-Spieler ziehen. Und deswegen habe ich dann einfach hier weitergemacht. Einfach weitergespielt, bis zum Umfallen. Und dementsprechend habe ich jetzt heute hier 8 Sets am Start. 4 von diesen glänzenden, von diesen 50.000 Münzensets mit den 12 glänzenden Goldspielern. Und dann nochmal diese Premium-Goldspieler-Sets, nochmal 4 Stück davon. Und da sind 3 glänzende drin. Also jede Menge glänzende Goldspieler, die ich ziehen kann. Und jetzt, das ist also das eine. 4 von diesen 50.000er, 4 von diesen anderen da, die ich gerade erklärt habe, plus. Und jetzt mal ganz ruhig bleiben, ja. Serie A, Team of the Season in den Packs. Ligue 1, Team of the Season in den Packs, plus. Natürlich noch das Team der Woche, ja, das wollen wir nicht vergessen. Das sehen wir hier, Team der Woche. Da gibt es auch übrigens Hong Chul. Krass, gibt es noch einen weiteren Koreaner? Nö. Und David Villa, ne? Ja, ja, das hatte ich schon irgendwie gesehen. So, oh, doch, hier. Egal, noch einen. Also die Koreaner sind gerade aktiv. Egal, das ist auch noch in den Packs. Na, davon werde ich nicht ganz so viel absahnen können, weil da sind nur 2 Gold. Das ist unwahrscheinlich, dass ich da einen bekomme. So, das war schon das eine, was ich gerade erzählt habe. Jetzt ist aber hier noch was ganz Besonderes los. Das Team der Saison von EA Sports ist draußen. Und das sind die besten Spieler von den ganzen anderen Team of the Seasons auch noch mit dabei. Wow. Ihr seht Messi, ihr seht Ronaldo, ihr seht Hazard, ihr seht Pogba. Da sind noch viele, viele mehr. Das ist nochmal ein weiteres Team of the Season quasi in den Packs drin. Oh Gott. Und das ist für mich da, wo es bei mir einfach im Kopf komplett fast ausschaltet, ja. Ich krieg jetzt schon eine Gänsehaut. Wenn ich in dieser Folge, wenn ich in diesem Video keinen Team of the Season ziehen werde, da wäre ich echt extrem enttäuscht. Ich wäre sehr verwundert. So, wir müssen irgendwie jetzt mal hier anfangen, ansonsten drehe ich selber durch. Ihr seht jetzt eine dicke, fette 8. Ich habe auch die ganzen Teams schon wieder verkauft. Ihr seht es, ich habe 91.000 Münzen, ich habe ein paar Spiele gemacht, ich habe auch ein paar Mal das Turnier gewonnen, dadurch ein paar Münzen gesammelt. Ich habe die Spiele alle für ganz gut Münzen auch wieder losbekommen, das hat mich echt überrascht. Ich habe da kaum Minus gemacht. Geile Nummer, ja. Brauche ich für... das Team, was ich vielleicht um Messi bauen möchte. Habe ich mir schon einen zusammengebaut. Egal. Wir müssen uns mal hier konzentrieren. Bevor ich aber das Team um Messi baue, ne, möchte ich sehen, was ich jetzt hier für Spieler ziehe. Ich mache mal das Mikro ein bisschen anders, aber... Jo. So, jetzt seht ihr es hier. Hier seht ihr es hier. Oh Gott, sind die geil. 4 von diesen Dingern hier, ne? 12 Gold, 12 selten. Yo, yo, yo. Und dann hier geht's weiter. 10 Gold, 3 seltene. Ah ja. Ah, da kann ich theoretisch auch einen von den Silber- und Bronze-Informs ziehen. Aber das möchte ich gar nicht. Egal, davon habe ich auch nochmal 4 Stück. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das am besten? Ich glaube, es ist am besten, wenn ich jetzt erstmal so eins von denen aufmache. Vielleicht auch 2, um reinzukommen, ja? Um reinzukommen.
Mache ich wahrscheinlich auch. Aber für mich ist das wirklich, ich habe schon wieder so viel FIFA gespielt, das ist der Knaller. Das waren wieder, keine Ahnung, wie viele Spiele. Ah, ihr könnt ja eine Statistik sehen, ne? Boah, das müsste ich eigentlich mal machen. Wie viele Spiele habe ich gespielt? Egal, ich möchte nicht weiter aufhören. Ihr seid wegen den Packs da, ich bin auch wegen den Packs hier. So, wir machen mal das erste auf. Ganz unspektakulär, ich gucke gar nicht hin. Bitte, 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 komm schon. Das muss das erste sein. Komm, komm, komm. Das ist es nicht. Khedira. Okay. Könnte besser sein, könnte auch schlechter sein. Kein Duplikat drin, das ist auch interessant. Zarate. Okay. Gut. Ist jetzt keine Bomben-Auswahl, sage ich mal, oder Ausbeute. Gut. Jetzt will ich überlegen, mache ich nochmal eins von denen oder sollte ich erst diese ganzen kleinen. Ich mache erst diese ganzen kleinen. Jo. Komm schon. Da war den 50.000, also da drehe ich wieder durch. So, jetzt erstmal wieder das hier. Fokus auf das Pack jetzt hier. Komm schon. Komm schon. Ein Duplikat. Zan. Ja, also das ist auch irgendwie jetzt ist nicht so gut. Also diese Dinger, die muss ich echt sagen, die sind kacke. Da sind so viele Objekte drin, aber so viele halt auch einfach scheiße. Ich frage mich gerade, ob es sich wirklich lohnt. Ob sich's wirklich gelohnt hat, deswegen nochmal so viel FIFA zu spielen für diese Scheißpacks. Irgendwie gerade nicht. Das war jetzt echt. So, den Zan, den kann ich auch direkt wegmachen. Weil ich, den habe ich mir sicherlich nicht gekauft. So, also irgendwie für diese Packs hat sich's nicht gelohnt. Aber ich hab's trotzdem, weißt du, ich hab's trotzdem gemacht. Aus Liebe für euch. Das muss ich auch nochmal gerade kurz sagen hier. Love to all of you, ne? Ein Herzchen für euch. All diejenigen, die drunter geschrieben haben unter das Video, wo ich Team of the Season Messi gezogen habe, das ist mir besonders gönnen. Das hat mich wirklich, ich muss das mal gerade dazwischen schieben, das hat mich wirklich gefreut. Ich habe es vergessen am Anfang zu sagen. Das freut mich wirklich, das ist geil, sowas zu lesen. Weil häufig ist es in der Gesellschaft sehr, sehr viel Neid und Missgunst. Ich mache einfach mal gerade so einen philosophischen Talk hier zwischendurch. Aber in der Gesellschaft immer so viel Neid und Missgunst. Und ihr seid genau das Gegenteil, finde ich geil. Muss ich vielleicht nochmal anders nochmal sagen, weil es jetzt hier gerade vielleicht untergeht. Aber hat mich wirklich gefreut, dass so viele Leute geschrieben haben, hey, dir habe ich es gegönnt, ich habe mich so mitgefreut. Fand ich richtig geil. Super, ne? So, und ich gebe es euch heute jetzt hier zurück mit noch mehr Team of the Season. So, jetzt mal erstmal diese Scheißpacks hier weg. Es hat sich nicht gelohnt, ne? Aber vielleicht hat es sich gelohnt. Bitte. Tu es. Come on! Nicht ganz. Ey, den habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon mal. Nee, habe ich nicht. Cater. Da hatte ich überlegt, ob ich mir den echt mal kaufe für den Pokal. Naja. Jetzt ist eh zu spät. Timoschuk. So, so. Also das Pack, ne, da brauche ich überhaupt gar nicht drüber zu reden. Das ist übersichtlich überschaubar. So, wir machen weiter. Noch das letzte von diesen Crap-Packs. Ich merke gerade echt, dass sich das nicht gelohnt hat, diese 4 Turniere nochmal durchzuspielen. Und ich kann euch sagen, ich habe nicht jedes im First Try geschafft. Also im ersten Versuch danach wieder, ne? Gut, machen wir das noch. Und danach geht's richtig rund. Oh Mann. Aber wie gesagt, erst nochmal hier drauf schauen. Vielleicht, komm schon! Ah, das ist ja echt kacke, was man hier zieht. Okay. Ja, gehe ich nicht weiter drauf ein. So, jetzt ist der Zeitpunkt, um Hype zu werden. Boah, hier sehe ich die Pracht. Ja, 4 von den Dingern. Ich habe bis jetzt, glaube ich, 4 insgesamt von denen aufgemacht. Oder vielleicht, ich habe 3 vielleicht bis jetzt nur so von denen aufgemacht. Und ich habe 2-mal Team of the Season Spieler drin gehabt und in einem habe ich 2 drin gehabt. Jo, jetzt muss wieder einer her. Mindestens. Come on. Oh mein Gott. Das Ding ist halt, ich stelle mir gerade einfach nur so vor, League A, Team of the Season, Serie A, Team of the Season, dieses EA Sports Team of the Season, wo die Besten drin sind. Das sind so fucking viele Team of the Season, ey. Come on, bitte. Bitte, ich. Bitte, 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 bitte. Lieber FIFA Ultimate Team Pack Opening Gott, du hörst mich. Du hast mir dieses Jahr schon einige schöne Team of the Season geschenkt. Ich brauche mehr. Bitte, ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Wenn ich nur dran denke. Come on. Bitte. Bitte, bitte. Tu es. Ja, komm schon. Ja, 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 ja. Nicht ganz. Ich kann, wenn ich jetzt mega unlucky bin, ne, dann steht ganz rechts
Messi Team of the Season Duplikat. Das wäre richtig behindert. Ich habe auch den Troll Hazard gezogen. Falcao, okay, ja. Der hat, guck mal, der hat eine 88er Wertung. Das ist schon, das ist eine Team of the Season Spielerwertung quasi. Nur, dass das eine normale Wertung ist. Nur irgendwie. Wie kommt der eigentlich auf 88 gesamt, wenn der 86 schießen, 81 dribbeln hat? Und der Rest sowieso weit unter der 88. Das ist irgendwie bemerkenswert, finde ich gerade. Egal. Das Pack war es nicht. Jetzt habe ich noch 3 Stück von denen. Oh Mann, bitte. Ich halte das nicht aus. Ich habe das Gefühl, ich muss mich... Nein, das kann gar nicht sein. Ich muss ein Team of the Season ziehen. Ich habe gesagt, langsam muss ich vielleicht merken, dass ich die ersten Dinger extrem viel Glück gehabt hatte. Aber nein, das sind so viele Team of the Season Spieler. Come on. Bitte, bitte, bitte. Come on, tu es. Come on, bitte. Ja. Nein! William ist auch nicht schlecht. Aber das ist nicht das, was ich brauche. Roberto Firmino, habe ich gelesen, er ist für 41 Millionen zu Liverpool gewechselt. Was ist da denn los? Es sind gute Spieler in diesem Pack drin. Sokrates, William, Alonso. Aber es sind nicht die Team of the Season Spieler. Verdammt. Ich habe auch kein einziges Duplikat, das ist auch krass. Boah. Puh. Ich habe noch 2 Stück von denen. Also ohne Scheiß, wenn jetzt, da muss einer dabei sein. Puh. Come on. Bitte, 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 komm schon, tu es, komm, come on, come on. Fährmann. Subotic als Duplikat. Das gibt's doch nicht. Krass. Jetzt weiß ich, wie das früher bei mir war. So waren normalerweise die Packs immer bei mir. So sahen die immer aus. Total scheiße. Ich war extrem verwöhnt, muss ich gerade mal anmerken, in den letzten Tagen und Wochen. Merke ich gerade echt mal so bewusst. Ja, Subotic. Ich denke, dass ich den auch schon mal in so einem Freepack bekommen habe. Ich werde es aber nochmal schauen. Ja. Gut. Fuck. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Ja. So, okay. Ey, ich hab nur noch 1 von den Dingern. Nur noch eins. Das gibt's doch gar nicht. Die sind alle weg. Ey, jetzt müssen 2 drin sein. Ansonsten war das echt ein Fiasko. Mache ich ihn jetzt, damit das jetzt was wird. Was kann ich jetzt machen? Angefleht habe ich den FIFA Ultimate Team Pack Opening Gott schon. Vielleicht muss ich ihn provozieren. Nein, das macht man nicht. Tue ich nicht, keine Sorge. Puh, bitte. Komm schon. Ich glaube in dich. Bitte glaube an mich. Und schenke mir jetzt die vielen Team of the Season Spieler. Komm. Ich muss mir nochmal... Komm, das sind so viele Teams, so viele Spieler. Da muss einer muss dabei sein. Komm, ich mach's jetzt kurz und schmerzlos. Da ist es. Tu es jetzt. Komm schon, her mit dem Scheiß jetzt. Komm schon, komm schon. Komm schon. Total das Desaster. Es tut mir leid, dass ich eure Zeit verschwendet habe. Das war's nicht. Puh. Das ist jetzt gerade eine Enttäuschung. Das hätte ich mir echt ehrlich gesagt nicht vorstellen können. Keinen einzigen! Puh. Gut, was will man machen? Bringt ja nichts. Das Problem ist jetzt mit diesen Sets, ne? Nee, die waren bis jetzt immer kacke. Die waren bis jetzt immer richtig hart scheiße. Und vor allem würde ich mich dann ärgern, weil
mir dann Münzen abhanden kommen. Ich keine Münzen, also da, die Münzen kommen mir meistens abhanden, wenn ich hier solche Packs kaufe, ja. 15.000 meistens. Aber die fehlen mir dann wirklich auch vor allem für das Team, was ich um Messi bauen möchte. Deswegen lasse ich das jetzt. Das mache ich nicht. Naja, ich mache das nicht. Krass. Keinen einzigen. Ja gut, dann werde ich jetzt wirklich noch einfach nochmal, also so kann ich das ja nicht stehen lassen, dann werden wir jetzt nochmal ein Spiel spielen. Das letzte Mal haben wir ja auch, das ist das zweite Spiel in meinem Let's Play Ultimate Team, das ist dann jetzt ein Let's Play Ultimate Team, merke ich gerade, wo ich mit Messi spiele. So, ja, sehr überschaubar hier das Team. Und das ist dann hier BBVA, ne? So, das ist das Team. Ui. Okay. So, dann fügen wir einfach mal, machen wir einfach mal gerade die Bank voll. Bin ein bisschen traurig. Ich bin auch gerade noch bis zuletzt überlegen, ob ich hier noch so ein 15.000er Pack aufmache. Vielleicht, je nachdem, wie ich am Ende drauf bin, mache ich das vielleicht noch, aber ich denke tendenziell eher nein, weil ich vernünftig sein möchte, weil ich nicht weiß, wie viel das Team kostet, was ich mir zusammengestellt habe für Messi. Und es ist, ich kann mal sagen, ich glaube, der Mindestpreis war 100.000 und ich habe jetzt hier gerade nur 91.000, deswegen wäre es echt mies, dann jetzt nochmal für 15.000 einzuziehen. Ich muss halt irgendwelche Spieler verkaufen und so weiter. Ich muss mal auch abchecken, den Mindestpreis und dann, wie viel es eigentlich wirklich kostet, ob ich mir das überhaupt leisten kann, wo ich einsparen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich sind gerade alle Münzen, die ich habe, wirklich sehr, sehr wertvoll. Das war jetzt echt... Puh. Da muss ich erstmal drauf klarkommen. Da muss ich echt mal erstmal drauf klarkommen. Auf das, was eben gerade passiert ist. Vier von den 50.000er Sets. Vier Stück. Und kein einziges Team of the Season. So. Ja. So machen wir das. So. Sehr schön. So, zweites Spiel in der Saison in Liga 1. Sehr schön, das letzte Mal gestartet mit einem Sieg. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ist mir auch nicht immer gelungen. Ich hab ja Hoffnung, dass ich jetzt mal irgendwann auch mal die Meisterschaft in Liga 1 gewinne. Ich kann zu Messi ehrlich gesagt noch gar nicht so viel sagen. Ne? Ich habe ja erst vier Spiele gemacht. Ich fand ihn ehrlich gesagt gar nicht mehr so stark wie zu Beginn gedacht, aber das ist halt wirklich, ich muss den da erstmal ein paar Spiele machen. Boah, der sollte eigentlich auf Messi abgelegt werden. So, jetzt kommt der Steilpass, aber war sehr, sehr schön. Ui, der geht sogar durch. Oh ja. Oh, der ist im Abseits wahrscheinlich. Nee, krass. Probier mal was, aber das hat nicht geklappt. Aber ablegen konnte ich jetzt auch nicht. Ich bin überhaupt gerade gar nicht darauf eingestellt, dass ich jetzt hier wirklich FIFA spielen muss, merke ich gerade. Also, hatte ich überhaupt gar nicht mit gerechnet. Ich hatte echt gedacht, dass ich total heftig Spieler ziehe und ich total am Ausrasten bin und das ewig lange dauern wird. Weshalb ich dann gar nicht Zeit habe, um zu spielen. Aber das überrascht mich jetzt gerade. Das habe ich so nicht auf dem Schirm. Das Problem war, ich habe jetzt gerade viel zu lange gezögert. Ich hätte echt gesagt nicht gedacht, dass der Messi so lange konsequent durchläuft, dass ich ihn wirklich anspielen kann. Und dann habe ich dann viel zu spät dran gedacht, dass ich ihn wirklich anspiele. Und dann war er halt wirklich schon 8 Meter im Abseits. So, ablegen. Die Spitze spielen. Ablegen. Eieiei. Das war eher nicht so gut. Der Gegner ist ein bisschen rabiat. Brachial, aus was für Situationen er aufs Tor schießt. Letztens hat jemand geschrieben, diese Abstöße auf die ZDMs, die funktionieren nicht mehr so gut. What the fuck, die mache ich seit ein paar Monaten besonders gerne.
So, da hat natürlich Messi einen riesen Vorteil, aber er schafft es leider nicht. Krass, dass der Ball gehalten wird. Habe ich mal gerade irgendwie so zwei Verteidiger einfach stehen lassen mit Messi. Aber leider dann Leno ein wahrer Held. Das ist wieder richtig feierlich, wie der Ball rausgespielt wird und er trotzdem dann beim Gegner landet. So. So, wieder hier. Also diese Abstöße auf die ZTM, schau mal. Der, ja, jetzt läuft er den ersten zu. Der ist komplett frei. Naja, ist er nicht. Okay. Hat er Druck von der Seite bekommen, hatte ich so nicht erwartet. Hä? Hat er gar nichts gemacht? Ich bin echt vom Commentary überhaupt gar nicht auf Commentary eingestellt, vom Kopf her, merke ich gerade echt. Echt nicht gedacht, dass ich hier jetzt ein normales FIFA-Spiel spiele. Fuck. Oh, ist irgendwie faul gewesen. Oder abseits? Faul. Ah ja. Weiß zwar nicht für was, aber ist okay, ist mein Ball. Gut. Ist ein bisschen ärgerlich, dass gerade die schöne Aktion von Messi eigentlich nicht belohnt wurde. Weil das sah eigentlich ganz gut aus. So, da unten ist jetzt mega viel Raum und Messi kann natürlich auch sehr, sehr schöne Pässe spielen. Jetzt lägt's aber richtig fein. Ja, gib mir mehr davon. Ja, da springt's dann einfach mal sekundenweise durch die Gegend. Ja. Und jetzt, das ist der Ball weg. Vielen Dank dafür. Ich hätte jetzt auch mal schön vielleicht dribbeln können. Jetzt läuft's wieder. Foul. So, müssen wir mal gucken. Wollen wir mal hier einen kurz. Das kriegt Rowiak, ne? Ja, den muss ich jetzt nicht unbedingt da haben eigentlich. Ist halt nicht der Beste. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Mit Varane dürfen wir nicht den Ball verlieren da. So. Foul. Krass. Krass, dass das kein Foul gibt, ey. Ich merke gerade, ich hoffe, dass die Folge nicht, also dass die Aufzeichnung nicht so lange wird. Vor einiger Zeit ist mal meine externe Festplatte kaputt gegangen. Jetzt habe ich gerade eine externe Festplatte, die ist auf FAT32 formatiert und die Computerexperten unter euch wissen, FAT32, da dürfen keine Dateien oder da können keine Dateien drauf gespeichert werden, die größer als 4 GB sind. Jetzt ist leider da manchmal das Problem, wenn so eine Aufzeichnung zu lange bei mir läuft, dass dann so eine Aufzeichnung, so eine Datei auch mal schneller größer als 4 GB ist. Ich glaube so ab 40 Minuten. Das ist natürlich jetzt gerade so eine gewisse Gefahr. Weil ich nicht weiß, wie lange ich das Pack-Opening davor schon aufgezeichnet habe. Aber normalerweise so ein Spiel halt so eine Viertelstunde. Das ganze Laberei vorher. Dann kann das eng werden. Also falls ihr am Ende ein schwarzes Bild habt, dann liegt das daran. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Och. Das Geile ist, schaut mal, wie ich es verteidigt habe, ne? Ich weiß, dass er Spin-Move in die Mitte machen möchte. Nur leider habe ich mich einfach mal einen Meter weit zu nach hinten gestellt. Jetzt hängt es wieder einmal wieder komplett. Ich probiere das jetzt nochmal mit dem Abschluss hier auf die zweite Reihe. So. Also die sind so sicher eigentlich. Alter... Weißt du, durch die Lags konnte jetzt ein Messi den Ball nicht annehmen. Der hat ja auch gerade Lag gehabt. Aber auch geil, wie diese Lags gerade immer nur sind, wenn ich im Ballbesitz bin, ne? Und in die gegnerische Nähe des 16 oder nie Nähe des gegnerischen 16 das komme. Oh ja. Ja, und was bringt einem dann bitte einen 97er Messi, wenn der den Ball daneben aus 5 Metern schießt? Was zur Hölle, ey? Das ist schon die zweite ziemlich gute Chance, die Messi vergeben hat. Ah, hätte ich ihn verteilen müssen. Jo. Sehr gut. Halbzeitpfiff. Ich muss mal checken.
Ich glaube, die Folge wird echt zu lange. Ich unterbreche das mal hier. Das ist echt ärgerlich. Ich müsste mal eigentlich kurz checken, wie lange die Aufzeichnung schon läuft und ob sie nicht zu groß wird. Aber dann muss ich alles neu starten. Das ist echt super mad. Oh, nee, das ist kacke. Ich probiere jetzt schnell durchzubekommen. Ich probiere jetzt auch immer vor allem das Spiel zu gewinnen. Also bis jetzt war das hier echt... Also bis auf die zwei Chancen von Messi, sehr, sehr mau. Wo ist denn Messi? Ah, ich wollte mir den jetzt schön auf den linken von dem Rodriguez legen und dann aufs Tor schießen. Sehr, schaut euch das an. Auch einer geschrieben, ich soll bitte die Innenverteidigung umsetzen. Ich habe kein Problem mit Mathieu und Varane. Gar kein Problem. Ich stehe einfach nur da und Neymar legt sich auf den Hosenboden. Mehr passiert ehrlich gesagt nicht. Neymar läuft in mich komplett hinein, ich drücke gar nichts. Und aus irgendeinem Grund sollte das der Elfmeter sein. Und das mit den zwei Chancen, die Messi vergeben hat, die besser als zwei Elfmeter waren. Nice! Sehr schön! So, wir müssen jetzt mal hier volle Pulle spielen. Naja, aber ist jetzt ganz nett. Oh, ist das ein schwacher Ball. Wenn er den länger spielt, dann ist der unten, der Griezmann, durch und kann dann wieder in die Mitte reinlegen oder einfach auch selber aufs Tor laufen. Okay. Wow, fuck. Schade. Ah, oh, der war richtig schön so durchgezogen und so, aber leider irgendwie zu lange halt am Steigen oder zu steil am Steigen. Ah, schade. Der hätte richtig schön eingeschlagen. So. Ey, ich find's so schön bis dahin gespielt, ne? Wirklich so ruhig, so abgeklärt, so nice und dann den Raum erzeugt und dann wird der letzte Ball leider da nicht zum Mann gebracht. Sehr bitter. Sehr gut. Und jetzt nach vorne. Irgendwas ist jetzt hier gepfiffen. Was? 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 Was denn bitte? Ich weiß nicht, was du pfeifst. Abseits. Ach so. Ich dachte, es wäre jetzt faul gerade gewesen von Griezmann. Die Vermutung lag nahe, weil man. Ja? Bravo ist ein bisschen. Oh, ich möchte den Ball haben. Nur deswegen steht der Druck. Messi jetzt zieht durch. Boah. Die habe ich auch schon mal zum Mann gebracht. Jetzt. Den bringe ich zum... Oh, der ist im Abseits. Oh. Ey. Oh, wie wenig hier ständig fehlt. Okay, ablegen. Es laggt wieder. Sobald ich in Angriff komme, fängt es wieder an zu laggen. Da ist es. Schön ausgespielt. Und jetzt das 1-0. Den macht Messi auch. Und das muss eigentlich selbstverständlich sein, dass er den macht. Aber ich habe echt bis eben noch zuletzt Angst gehabt. Das war super knapp auch noch, muss man sagen.
Jo, Leno kommt da rausgestürmt und es wurde echt super eng. Aber das war ein schöner Treffer, weil er wirklich konstruktiv herausgespielt wurde. Und so mag ich die Treffer. Nicht irgendwie so, also wirklich gegen den tiefstehenden Gegner. Ah, er kann durchkommen, aber auch nicht, wie ihr gesehen habt. Ist der 50-50 quasi, ja, nein. Oh, oh. Oh, 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 das mag ich nicht. Nein. Ich war schon so sicher, dass jetzt gerade einer von ihnen den Ball da bekommen wird. Sehr gut. Top. Nach unten abwerfen. Meiner. Sehr schön. 80. Minute. Langsam die absolute Endphase hier. Wo mir nochmal so einen Treffer rauszuspielen. Jetzt muss es auch schon deutlich offensiver gehen. Foul. Sehr gut. Leider nicht so gut für eine Position her für den Linksfuß. Ich werde es natürlich trotzdem mit Messi probieren. Weil die 97 Freistoßgenauigkeit lasse ich mir da nicht hingehen. Ist nur die Frage, ob ich nicht vielleicht ihn durchlaufen lasse. Was mir fast eher gefällt, weil die Position halt echt mies ist für den Linksfuß. Aber ich schieße ihn. Probiere ihn reinzuschießen. 97, come on. Die müssen klappen. So, läuft er an. Jo. Nein, an den Pfosten. Ah, schade. Ah, war ein schöner Versuch. Bleibt kurz die Kamera stehen, das ist auch schön. Interessante Neuerung. So, jetzt runter auf Griezmann. Annehmen. Sehr gut. Ja. Zurück in den Rückraum. Ah! Oh! Hat Messi Probleme, den Ball zu vermeiden? Ich habe mal gerade alles geliefert. Hat Messi Probleme, Ball, Messi. Waren wir alles gerade dabei an Wörtern. Griezmann verliert leider gegen Alves den Ball. Aber hat ihn. Sichern? Scheiße. Ich habe irgendwie Angst. Ich habe echt irgendwie Bedenken, dass er mir... Das wäre so typisch für Liga 1, wenn er jetzt im letzten Angriff das Tor macht. Schon so häufig jetzt passiert in Liga 1. So. Sehr gut. Was ist mit der Kamera total strange? Die geht immer ständig vorne und hinten. Nein, immer noch ein Angriff. Jetzt nicht mehr. Sehr schön, Krichovia macht das, was er machen soll. Er fängt Bälle ab. Da kriegt er nochmal einen Angriff. Nein. Raus. In die Spitze. Da pfeift er ab. Oh Mann, oh Mann. Kein schönes Spiel. Ich habe echt nicht so viel abrufen können von der Leistung her. Ich denke, defensiv war es solide. Nur, ja, Messi hat so wirklich 300%ige gehabt. Einer davon hat er genutzt. Und einen Augenblick bitte. Tut mir leid, es hat mich jetzt gerade schon die letzten Minuten total genervt, dass meine Nase so semi zu war. Muss ich jetzt mal frei machen. Messi hätte mehr Tore schießen können. Und da muss ich nochmal kurz anmerken, also das ist kein automatischer Sieg, nur weil man mit Messi Chancen herausspielt. Das hat man, glaube ich, in diesem Spiel deutlich gesehen. Also den finde ich besonders drastisch. Habe ich halt ein bisschen Glück, aber ich denke, das ist halt auch die Qualität hier von Messi, dass er dann in solchen Situationen über Reaktionszeit und so weiter dann so durch ist. Und guck mal, also Near Post Finish OP in FIFA 15 angeblich. Zentimeter am Tor vorbei. Und das, ja, auch das probiere ich halt eine kurze Ecke zu schießen. Hält Leno sehr, sehr gut. Und das war auch nochmal ganz schön knapp. Oh, ich merke gerade, ihr seht es vielleicht gar nicht mehr, weil die zu lang geworden ist. Von daher werde ich das jetzt auch hier schnell beenden. Yo, zweiter Sieg, ey, das ist wirklich das einzige Positive an dieser Folge. Zwei Spiele, zwei Siege, 6 Punkte in Liga 1 hatten wir auch nicht so häufig. Ich hatte super häufig schon mal irgendwann gefailt am Start. Ja,
Wir werden in der nächsten Folge, weiß ich nicht, ob ich einfach nochmal jetzt probiere, mit dem Team irgendwie in der Liga 1 mich durchzuschlagen oder ob ich jetzt mal schaue, wie viele Münzen ich brauche, ob ich Spieler verkaufe, damit ich dieses neue Team, das bessere Team um Messi drumherum bauen kann. Lasst euch überraschen, ich verspreche noch nicht für die nächste Folge ein Teambuilding. Das möchte ich nur mal kurz gesagt haben, aber es soll demnächst natürlich ein Team kommen und ich möchte auch in Zukunft immer dann probieren, weitere Teams um Messi drumherum zu bauen. Das soll es heute gewesen sein. Echt schade, dass es mit den Packs nicht so wirklich gut geklappt hat in dieser Folge. Das gehört aber dazu. Ich bin ja doch diese Saison schon reichlich beschenkt worden und ich freue mich sehr darüber. Damit sind wir am Ende. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Come on, tu es. Ja, ja, komm schon her mit dem Scheiß. Das ist... Komm, 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 komm. Ja! Ja! Messi, Alter!